Das Bild im New England Journal vor 2 Wochen ist eine Blickdiagnose. Geht um 64-jährigen Mann, der steckt die Zunge raus, sieht so aus. Und wir gucken uns die Differentialdiagnose an und die anderen Sachen können Sie alle vergessen. Dies ist perniziöse Anämie, weil die kleinen Villi auf der Zunge werden schnell ersetzt und bei Vitamin B12 Mangel ist die Zellvermehrung so gebremst, dass das nicht mehr stattfinden kann. Das ist bei den Erythrozyten auch so. Und das Bemerkenswerte ist, der hat perniziöse Anämie ohne Anämie. HB ist 13,7, das ist ja eigentlich normal, aber seine Erythrozyten sind stark vergrößert. Aber diese Zunge, das ist perniziöse Anämie. Erste Thema im New England Journal vor 2 Wochen ging es um koronare Herzerkrankung. Und hier sehen wir in diesen Angiogrammen hier multiple Stenosen, wie das häufig der Fall ist bei Patienten, die reinkommen mit einem akuten Myokardinfarkt. Jetzt, die Kardiologen können beinahe immer die verantwortliche Läsion finden. Das heißt im Englischen culprit lesion oder Täterläsion, wenn Sie so wollen. Und dann ist die Frage, sollen wir nur die Täterläsion behandeln oder sollen wir auch den anderen Krimskrams hier versorgen? Und das ist insofern relevant, da das Risiko, dass ein Plaque jetzt rupturiert und den nächsten Infarkt induziert, ist eigentlich sehr schlecht korreliert mit der Schwergradigkeit der Stenosen. Kann auch stattfinden in irgendeinem Plaque, das man in der Angiografie gar nicht sieht. So wird dann diskutiert, sollen wir alles aufräumen oder sollen wir nur die Täterläsion behandeln? Und da sind die Kardiologen sich nicht sicher, weil die vorherigen Studien, die deuteten, dass man eigentlich nur die Täterläsion behandeln sollte, waren relativ klein. Diese Studie ist deshalb größer. Und hier sind 2000 Leute mit ST-Segment-Hebungsinfarkt randomisiert worden zu reparier alles oder reparier nur die Täterläsion und warte ab. Und wenn wir uns diese Patienten angucken, das Erste, das auffällig ist, ist, die sind ziemlich vernünftig behandelt mit den Sachen, die wir diesen Patienten geben. Und das war in beiden Gruppen gleich. Das heißt, Statine, ACE-Hemmer, Aspirin etc. sind gleichmäßig verteilt in beiden Gruppen. Und dann gucken wir uns, was die Patienten dann hier erlebt haben. Und die Täterläsion-Gruppe, alle Gefäße sind hier involviert und diejenigen, die, wo alles repariert worden ist, die Täterläsionen in beiden Gruppen waren nicht unterschiedlich und die sind in beiden Gruppen versorgt worden und in dieser Gruppe ist noch alles andere, was fragwürdig aussah, auch behandelt worden. Und was wir hier sehen, ist das Endergebnis kardiovaskulärer Tod oder Myokardinfarkt war verringert, wo alles aufgeräumt worden ist. Und dann Sammelsurium, Major Adverse Cardiac Events, Endpunkt war auch besser in der Gruppe, wo alles ausgeräumt worden ist. Sekundäre Ergebnisse, Myokardinfarkt, Ischämia, vorangetriebene Revaskularisierung etc., ist hier auch gezeigt und wir gucken uns die Sachen an. Tatsächlich ist da ein Unterschied, ist vielleicht nicht wahnsinnig groß. Zahl, die behandelt werden muss, liegt so bei 30 für das primäre Endergebnis. Für sekundäre Endergebnisse sieht das sogar noch ein bisschen besser aus. So sieht es so aus, als wäre es sinnvoll, alles zu reparieren. Wenn man dann schon sowieso da ist, kann man es ja machen. Und in diesen Forest-Darstellungen unterschiedlicher Untergruppen war das der Fall. Und diese Studie wird wahrscheinlich das Verhalten der Kardiologen ändern. Und die werden jetzt wahrscheinlich alles ausräumen in ein oder zwei Sitzungen im Vergleich zu abwarten, guck mal, was dann passiert. Jetzt Übersichtsartikel im New England Journal vor 2 Wochen ging es um Zika-Virus. Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil die Epidemien, die vor 3 Jahren so eindrucksvoll waren, sind ein bisschen abgeklungen, trotz der Tatsache, dass eigentlich Impfstoff und so weiter
noch nicht wirklich eingeführt worden ist. Sie werden sich an Zika-Virus erinnern. Das fing in dem Pazifikraum eigentlich an. Und man hat bemerkt, dass Guillain-Barré-Syndrom eine häufige, ja nicht häufig, 15% stattgefunden hat. Das war in Afrika und Südamerika nicht ganz so der Fall, aber daraufhin wurde aufmerksam gemacht, dass bei Schwangeren, die eine Zika-Virus-Infektion leiden, dass Fehlgeburten und Missbildungen häufig waren. Und hier wird das nochmal diskutiert und der Stammbaum von Zika-Virus molekulargenetisch bestimmt und die unterschiedlichen Untergruppen in den unterschiedlichen Ländern können Sie hier selber angucken und Klassifizierung der Infektionen auch und Missbildung, Spontanabort, Mikrozephalie, aber auch die meisten Kinder, die trotzdem geboren werden, zu Frauen, die Zika-Virus wo Zika-Virus nachgewiesen wird, eigentlich sind die meisten Föten okay. Im Vergleich zu nicht infizierten Frauen, aber diese schlimmen Sachen kommen trotzdem vor und die Folgen sind dramatisch und die hätten wir gerne vermieden. Was kann gemacht werden? Und wer, also hier sind die unterschiedlichen Syndromen, die beschrieben worden sind, bei diesen armen Kindern hier dargestellt. Und eigentlich, man sollte sich konzentrieren auf schwangere Frauen, die klinisch aussehen, als könnten sie Zika-Virus haben und dann kann man unterschiedliche Untersuchungen machen. Bei anderen Patienten, bei Männern und Nichtschwangeren ist das wahrscheinlich nicht notwendig, weil Zika-Virus sonst ähnlich ist wie Dengue-Virus, aber anscheinend gibt es keine lebensgefährliche Form, wie es bei Dengue-Virus gibt, ist dann nicht notwendig. Und die Autoren machen darauf aufmerksam, dass obwohl wir die Pandemie rückläufig zu sein scheint, die Anwesenheit dieser Moskitos, die Zika-Virus übertragen, ist sehr häufig und Zika-Virus ist immer noch vorhanden und wahrscheinlich werden wir uns weiter mit Zika-Virus beschäftigen müssen. Jetzt diese Abbildungen im New England Journal, die sind Navy. Und die scheinen verteilt auf eine Körperhälfte, anders als auf der anderen Körperhälfte. Das ist hier die Mittellinie, wie Sie wissen. Und diese komischen Linien, das sind sogenannte Blaschko-Linien. Und wenn man sowas sieht, dann kann man schon sich vorstellen, dies ist ein genetischer Zustand, der mit einem Mosaik zu tun hat, wo manche Zellen im Körper die Mutation tragen, die dann so verteilt werden während der Entwicklung und andere Zellen das nicht tun. Also es scheint so zu sein, als wäre diese Mutation später aufgetreten und nicht eine Keimbahnmutation, wobei dann alle Zellen involviert wären. Und das war tatsächlich der Fall und hier sind andere Beispiele von genetischen Mosaik-Syndrome. Und wenn wir Menschen sehen und ein Auge ist grün und das andere ist braun oder so eine Katze haben, dann können wir wetten, dass das ein Mosaik ist, genetisches Mosaik. Hier ist die Patientin vor 2 Wochen und wenn wir die Hände uns angucken, sieht aus wie Gicht. Aber das Röntgenbild zeigt diese Kalzinosen um die Handgelenke. Und wir haben ja gelernt, dass diese Frau für 7 Jahre mit Voriconazol behandelt worden ist. Und dies ist ein Beispiel von Voriconazol-induzierter Periostitis. Und das hat zu tun mit Fluoratomen, die diese Knochenveränderung dann verursachen. Auch habe ich gelernt im New England Journal vor 2 Wochen. Wir haben ja schon über Fertilitätsforschung enormes Erfahren. Es gibt heutzutage sogar Uterus-Transplantationen und Frauen können sich freuen, mit 60 noch schwanger zu werden. Und die Männer können sich jetzt auch freuen, nämlich Testisgewebe. Wir haben ja nur 7,7 Milliarden Menschen auf dem Planeten, aber jetzt können wir uns auch damit beschäftigen. Forschung in Verhütung von Schwangerschaft ist totgeschlagen worden, aber dies gedeiht.
Dann dieses, ich weiß nicht, ob ich dies auf Deutsch darstellen kann, dieses so bemerkenswert, ich kann es keinem kaum glauben. Dies hat zu tun mit computerisierter Patientenversorgung durch Informationen, die vielleicht im Internet zu finden ist oder in elektronischen Krankenakten, wo man dann die Wünsche der Patienten sich vorstellen könnte, obwohl die Patienten sich gar nicht geäußert haben. Frau X kollabiert auf der Straße. Ältere Dame hat mehrere Krankheiten, die auch tödlich sind und ist auch eine Krebspatientin. Und die Ärztinnen und Ärzte wissen nicht, ob sie die reanimieren sollten, weil sie kein Kärtchen bei sich hinterlassen hat. Donnerwetter, was tun? Na, man kann ja dann in eine App gucken und dann kann man spekulieren, was sie sich wahrscheinlich gewünscht hätte, hätte sie sich geäußert. Ein DNAR ist die Abkürzung für Do Not Attempt Resuscitation, also nicht reanimieren. So gibt es eine Nichtreanimierungspräditorprogramm, das kann man dann anwenden, um zu gucken, ob man diese arme alte Dame hier auf der Straße reanimieren sollte oder nicht. Fall Nummer 1. Hier ist Fall Nummer 2. Hat ein Patient kriegt ein Anschreiben, dass er doch bitte einen seine Organe zur Transplantation zur Verfügung stellt und einen Ausweis bitte immer mit sich trägt, falls er dafür in Frage kommt. Der fragt sich, will ich das wirklich? Aber anscheinend ist er zu doof, sich selber zu entscheiden. So kann er eine App konsultieren und dieses App bestimmt dann, ob er eine altruistische Person ist oder ob er geizig ist und seine Organe an lieber nicht hergeben sollte. Und dann kann man auch große Datenmengen hier untersuchen, um ihnen zu helfen, diese Entscheidung zu treffen. Also man braucht keinen Pfarrer mehr. Hier ist noch eine. Frau Z leidet an einem furchtbaren Schlaganfall und man weiß nicht, ob sie den überleben wird. Und anscheinend kommt sie für keine neuroradiologische Untersuchung in Frage. Die Ärztinnen und Ärzte sind nicht in einer Lage, um zu entscheiden, was mit Frau Z gemacht werden sollte. So holt man natürlich die Fernverwandten rein und lässt die Entscheidung den Fernverwandten. Na, einer der Neffen zweiten Grades ist Anwalt. Was tun? Der kann sich dann natürlich durch artifizielle Intelligenz, da die Leute anscheinend keine eigene haben, und Apps und Datensammlung dann beraten lassen, ob man die arme Frau sterben lassen soll oder auch nicht oder weiter leiden lassen soll. Und das soll dann der Neffe entscheiden. Ich kann Ihnen sagen, manchmal bin ich froh, dass ich nicht mehr in der klinischen Medizin tätig bin. Dies möchte ich nicht begegnen müssen. Dann in Lancet. Follow-up von der Syntax-Studie. Hier sind Leute mit Dreigefäßerkrankung überwiegend kathetert worden und die Schwergradigkeit ihrer koronarer Herzerkrankung ist nach der Syntax-Methode ausgewertet worden. Dann sind die Patienten randomisiert worden zu CABG, koronare Bypass-Operation oder percutane Behandlung. Jetzt sind wir 10 Jahre danach. Da sind die armen Leute, wie sie vor 10 Jahren waren. Jetzt sind sie alle 75 anstatt 65. Null Unterschied zwischen CABG und percutaner Behandlung. Aber warten Sie mal einen Moment. Wenn Sie jetzt Dreigefäßerkrankung hatten, sieht so aus, als wäre die Operation ein bisschen besser als percutane Behandlung. Ob das klinisch relevant ist, ist meines Erachtens fraglich, aber diese Linien gehen nach 2 Jahren schon signifikant auseinander. Dann, wenn der Syntax-Wert, wenn man die auswertet und zählt, wie Schwergradigkeit der Krankheit ist, fährt die operierte Gruppe auch ein bisschen besser als die percutan behandelte Gruppe. Das dazu. Dann
Antikoagulation bei Vorhofflimmern ist in Doxaban besser als Vitamin-K-Antagonisten, Fenproquimon. Ja, Endoxaban ist bestimmt angenehmer. Aber dann ist die Frage, ist Endoxaban gleich so gut oder ist es sogar besser? Das ist hier auch getestet worden bei diesen Patienten vor Flimmern. Und sonst hat die Randomisierung geklappt. Können wir das angucken? Dies ist die Inzidenz von einem Zwischenfall oder Blutungsepisode. Und Endoxaban sieht ein bisschen besser aus. Das ist überwiegend nicht statistisch signifikant, aber wir können wenigstens folgern, dass Endoxaban sicherlich nicht schlechter ist als Vitamin-K-Antagonist. Und hier ist ein Ergebnis Freiheit von Ereignissen. Hier sieht irgendein Ereignis und hier sieht Endoxaban sogar tatsächlich signifikant besser aus, aber die Hypothese ist, dass Endoxaban nicht schlechter ist als Fenproquimon und das war der Fall in dieser Studie. Dann, dies hat mich ein bisschen beschäftigt, weil ich hier von null Ahnung hatte, aber es gibt man nennt dieses periodische Repolarisationsdynamik. Die Repolarisierung passiert im EKG nach dem QRS-Komplex. Das heißt ST-Strecke und T-Welle. Das kann jetzt durch ein App wahrscheinlich computerisierte Methoden in Detail ausgewertet werden. Und das kann man anwenden, um arrhythmische Ereignisse vorherzusagen bei Patienten. Und wir wissen ja, dass Patienten, die schwere Herzinsuffizienz, schlechte Auswürfe unter 30%, werden jetzt mit einem Defibrillator behandelt. Gott sei Dank macht dieser Defibrillator bei den meisten Patienten gar nichts, aber wenn er notwendig ist, dann soll er einspringen. Und diese Repolarisierungsdynamik kann vorhersagen, ob der Defi notwendig ist oder nicht. Und diese Dynamik wird bestimmt durch Sympathikusaktivität. Und dies ist eine Studie, wo man dieses Problem hier ausführlich untersucht hat bei diesen Defi-Trägern. Und was wir hier sehen, ist, dass die Patienten, die eine schwere Dynamik aufweisen, die vermutlich mehr Sympathikusaktivität haben, ein größeres Risiko haben, dass sie diesen Defi tatsächlich brauchen. Und die Leute, die vielleicht könnte man das auch prospektiv auswerten, um zu entscheiden, ob der Mensch wirklich ein Defi braucht oder nicht. Interessanterweise habe ich auch nachgeschaut, in beiden Gruppen war die Anwendung von Beta-Blockern, das ja Sympathikusaktivität bremsen soll, in beiden Gruppen ähnlich und über 90%. So sieht es aus, als könnte man, und das wird durch ein computerisiertes Verfahren gemacht, das kann man nicht einfach im EKG so einfach ablesen, von Bedeutung sein, um hier Vorhersage ausüben zu können. Dann MS-Patienten, Neuromyelitis optica, will man nicht haben. Ist hierfür eine B-Zell-Depletion-Therapie von Bedeutung? Würde es denken, sonst würde Lancet ja nicht es publizieren. War auch der Fall. Und Auftreten von Rezidiv bei diesen armen Menschen mit Neuromyelitis optica wurde gebremst durch diese Therapie. Rituximab wäre vielleicht gleich so gut gewesen und erheblich billiger, aber das war nicht die Fragestellung. Kann man die B-Zellen platt machen? Sieht so aus und scheint einen Einfluss zu haben auf den Krankheitsverlauf dieses schrecklichen Krankheitsbildes. Dann die Übersichtsartikel in Lancet ging es um Gebrechlichkeit bei älteren Patienten und wie man das bekämpfen kann. Leider konnte ich diese Übersichten nicht runterladen, aber wenn Sie sich mit solchen Patienten beschäftigen, sollten Sie diese Sachen unbedingt irgendwie akquirieren und vorsichtig lesen. Dann dieser Patient in Lancet vor 2 Wochen, 57-jähriger Mann, kommt in eine Klinik und hat eigentlich Autoimmunhypothyroidismus. Ziemlich häufig, okay, wird er dafür behandelt.
Und wenige Monate danach entwickelt er Hyperthyreoidismus und kriegt diese Form von Myxödem, dieses prätibiales Myxödem, was mit Morbus Basedow einhergeht, was er auch hat. Das heißt, der hatte Hypothyreoidismus, das hat sich umgewandelt in Hyperthyreoidismus, was sehr rar sein muss. Ich habe sowas noch nie im Leben gesehen. Biopsie gemacht, ist gemacht worden. Dies ist eine Einlagerung von glykosylierten Mukoproteine und das nennt man prätibiales Myxödem. Das ist ein Zeichen von Morbus Basedow. Und hier sind die Laborwerte dazu, wirklich deuten die, dass der dann Hyperthyreoidismus entwickelt hat. Dann im New England Journal diese Woche, wieder mal ein Röntgenbild von Fingern, wieder mal Kalzifizierung, aber dieses Mal von den Fingerspitzen. Das ist nicht Gicht. Metastasiertes Chondrosarkom auch nicht. Vitamin D-Vergiftung keineswegs. Skelettmuskel hier ist nicht involviert, so ist, kann dies nicht Myositis ossificans sein. Und dies ist per Definition eine Form von Kalzinose. Und dies ist ein Beispiel von systemischer Sklerosierung oder Sklerodermie. Und wenn die Fingerspitzen hier involviert sind, in meiner Erfahrung werden die destruiert. Aber in diesem Fall hat sich eine Kalzinose entwickelt und mehr dazu nächste Woche. Hier ist Rudolf Nissen, der war ein deutscher Chirurg, Jahrgang 1896, wurde als Student eingezogen in den Ersten Weltkrieg, hat 4 Jahre als Bataillonschirurg gedient und die Leute Verwundeten versorgt, hat auch einen Lungensteckschuss erlitten. Steckschuss bedeutet, dass die Kugel ist drin geblieben, wurde nicht selber operiert. Damals war thorakale Operation ja auch ein ziemliches Risiko, aber diese Verletzung hat ihn lebenslang Probleme gemacht. Hat ein Medizinstudium in Marburg und Freiburg beendet, war dann Assistent in der inneren Medizin bei Minkowski in Breslau, kam dann nach Berlin und wurde ein Assistent von Ferdinand Sauerbruch. Und bald wurde er auch zu seinem ersten Oberarzt. Dann kamen die Nazis und Nissen musste weg und ging dann erst nach Istanbul, dann nach New York, musste alle Prüfungen nochmal machen, war Chefchirurg in den Maimonides Krankenhaus in New York, kam dann zurück nach Europa 1952 und hat dann eine Operation für schwere Refluxkrankheit, Fundus Plicatio, entwickelt. Fundus Plicatio und hat diese Abbildung in 1956 publiziert. Die Nissen-Operation wird heute noch durchgeführt. Nach ihm ist eine Operation genannt, nach Sauerbruch gar nichts. Diese Operation kann jetzt laparoskopisch durchgeführt werden und ist eigentlich eine ähnliche Operation, wie er erst beschrieben hat vor 60 Jahren. Na, hier sind Patienten mit schwerer Reflux-Esophagitis, Barrett-Esophagitis und so weiter randomisiert worden zu der Nissen-Operation, zielstrebige, gezielte Medikamenten mit PPI-Hemmung und Baclofen und Desipramin, wusste gar nicht, dass das dafür in Frage kommt, aber ist anscheinend der Fall, oder die übliche medikamentöse PPI-Behandlung. Und die Nissen-Operation hat 2/3 der Leute geholfen und die medikamentöse Behandlungen erheblich weniger. Das hätte Rudolf Nissen wahrscheinlich sehr interessiert. Dann, nächste Thema, P2Y12-Rezeptor, befindet sich auf Plättchen, wird von Adenosin-Disphosphat aktiviert, was zur Plättchenaggregation führt und zur Thrombusbildung. Diesen Rezeptor können wir hemmen mit Clopidogrel, Prasugrel und Ticagrelor. Und in dieser Studie war die Fragestellung, ist Prasugrel besser als Ticagrelor? Ich würde denken, die sind wahrscheinlich ziemlich ähnlich. Verschreibe bitte das Billigere. Aber die Kardiologen dachten, das wäre vielleicht
doch noch was zu holen. Und tatsächlich ist Prasugrel etwas besser als Tikagrelor. Na, die Wahrheit ist hier unten und der Unterschied ist vielleicht 2%, das heißt, Zahl, die behandelt werden muss, 50. Aber immerhin, Prasugrel sah ein bisschen besser als Tikagrelor, was die Vermeidung von kardialen Ereignissen anbelangt. Und können wir hier genießen, primärer Endpunkt, Tod, Myokardinfarkt oder Schlaganfall, MACE, wie man auf Englisch das ausdrückt. Und Blutungsrisiko war nicht unterschiedlich, überhaupt nicht. So sagen die Autoren, verschreiben Sie doch bitte Prasugrel anstatt Tikagrelor. Dann diese Hautveränderung. Ich wäre eigentlich zufrieden, wenn Sie hier alle 8 Patienten losschicken für eine Biopsie. Aber wenigstens diese 4, nämlich das maligne Melanom. Und das ist gefährlich. Und hier sind die Sachen, die man berücksichtigt, wenn man solche Hautläsionen anguckt. Aber lieber zu viele Biopsien als zu wenig. Und wenn diese Krankheit fortgeschritten ist, benutzen wir jetzt Knotenpunktinhibitoren, Checkpoint, sagt man jetzt auf Deutsch. Und da geht es um PD-1-Ligand und CTLA-4 und dessen Ligand. Kann man mit 2 unterschiedlichen Antikörpern angehen und das spielt beim schwarzen Hautkrebs eine erhebliche Rolle. Nämlich die Fragestellung ist hier, kann man beides geben? Soll man PD-1-Ligand bremsen oder soll man CTLA-4 bremsen? Und wie wir hier erkennen können, die Grünen haben beides gekriegt und die fahren besser. Gesamtüberleben, jetzt sind wir 5 Jahre später, die Hälfte ist noch da, die sind Leute, die Metastasen schon hatten. Und nur PD-1 ist ein bisschen schlechter als beide zu bremsen und nur CTLA-4 ist, wollen wir vermeiden. Also jetzt haben wir mehr diesen Patienten zu bieten und man sollte, wenn schon, denn schon, beide hemmen. Details können Sie selber dann vorsichtig nachgucken, aber ich glaube, ziemlich eindrucksvolles Argument beim malignen Melanom, beide dieser Signalwege zu bremsen mit diesen beiden Antikörpern. Dann familiäre Hypercholesterinämie. Hier geht es nicht nur, aber überwiegend um LDL-Rezeptor. Und 1 von 1000 Menschen auch in Berlin haben eine Mutation am LDL-Rezeptor und sind heterozygot für diesen Zustand. Um die Homozygoten zu finden, muss man nach Syrien wandern. Das habe ich auch mal gemacht, aber nicht das Thema für heute. Und wie der LDL-Rezeptor funktioniert, haben wir in dieser Übung schon mehrfach diskutiert. Das können wir angehen, sodass wir das nicht kriegen und diese Dinger nicht kriegen und diese Dinger nicht kriegen mit Statine und anderen Präparaten. Und dies ist eine Untersuchung jetzt an Kindern. Wir haben Statine seit 20 Jahren. Ich glaube, jeder Idiot weiß, man muss Kindern, die diesen Zustand haben, sofort behandeln mit Statine und das dauerhaft. Und dies ist eine dauerhafte 20 Jahre Kinder mit heterozygotem FH. Hier sind die. Die sind mittlerweile nicht mehr Kinder. Die kann man dann vergleichen mit ihren Eltern, die nicht diese Behandlung unterzogen worden waren, weil es Statine damals nicht gab. Und wir können sie auch vergleichen mit ihren Brüdern und Schwestern, die diese Mutation nicht haben. Hier sind die Normalen. Und hier sind die Kinder, die behandelt worden sind. Und so sahen sie aus am Anfang. Und dann gucken wir kardiovaskuläre Ereignisse. Und die Kinder sind weiter behandelt worden. Ihre Eltern sind schlechter abgeschnitten. Und Tod durch irgendein kardiovaskuläres Ereignis ist dadurch durch diese Behandlung besser. Haben wir ja eigentlich schon gewusst. Hier ist diese Zunge nochmal. Dieser arme Mensch kriegte da ein bisschen Vitamin B12. Da hat er sich gefreut, als er dieser Willi wieder auf seiner Zunge hatte. Hier ist ein Beispiel von Kalzinose von Skelettmuskel bei einem jungen Patienten mit Dermatomyositis. Mit der Behandlung ist dies rückläufig, nicht ganz weg, aber besser. Übersichtsartikel geht es um Lipidsenkung.
Und die Medikamente dazu haben wir schon mehrfach hier diskutiert. Und wenn die Statine, mittlerweile sind viele, sind nicht mehr unter Patent. Und wenn das nicht ausreicht, können wir den armen Patienten Ezetimibe geben und den reichen Patienten mit PCSK9-Inhibitoren behandeln. Und dazu stehen jetzt zwei Antikörper zur Verfügung. Dann gibt es auch andere Behandlungsmethoden, die angewendet werden können, wenn diese Strategien nicht ausreichen. Und die Molekularbiologie von diesen Abläufen haben wir hier schon mehrfach diskutiert. In diesem Review im New England Journal können Sie dann selber alleine inspizieren. Und PCSK9 ist ein Begleitprotein vom LDL-Rezeptor. Und wenn wir das hemmen, bleibt der Rezeptor auf der Oberfläche von den Zellen und ist dadurch mehr wirksam. Auch eine gute Strategie für Patienten mit FH, wo Statine meistens nicht ausreichend sind. Und 5 Stufen. Gesunder Lebensstil, immer eine gute Idee. Wir haben jetzt eine App, um das 10-Jahre-Risiko einzuschätzen bei Patienten. Ich will mal es gar nicht angucken. Es steht da, ich bin in 10 Jahren an irgendeinem kardiovaskulären Ereignis sowieso tot, ohne Rücksicht auf was meiner LDL spiegelt. Braucht man nicht weiter zu diskutieren. Ezetimibe für die Armen, PCSK9-Hemmung für die Reichen, Diabetes ist schlimm und Calciumwert kann man auch mit CT untersuchen lassen. Und wenn alle Stricke reißen, kann man ja sagen, das gute Fischöl noch aus dem Schrank holen, um Eicosapentaensäuren hier anzuwenden und die führen auch zur Lipidsenkung. Dann im New England Journal geht es um diese 70-jährige Dame mit einer progressiven Ataxie. Das Problem hier, dies findet innerhalb 3 Monate statt. Und was könnte dies sein? Die kann nicht mehr gerade laufen. Ganz schlecht bei der Yoga-Klasse übrigens. Schickt man sie zum HNO-Menschen. Weiß nicht genau warum, sie konnte ja hören. Aber dann nach wenigen Wochen kann sie nicht mehr andere Gehübungen nicht mehr machen. Und das Romberg-Zeichen, das heißt Augen zu, bitte nicht umfallen, aber sie fällt um. Also das ist positiv, also Kleinhirnproblem. Dann guckt man, ist Arsenspiegel und Vitamin B12 und unterschiedliche andere Sachen, alles nicht geholfen. Schickt man sie zur Physiotherapie. Hilft nichts. Nächster Neurologe macht Bildgebung. Auch normal. Dann macht er Blutbild. Blutuntersuchungen, die sind auch okay. LP, gute Idee. Aber Lumbalpunktion gibt ein normales Ergebnis bei dieser Frau, wo dieses Krankheitsbild ständig voranstreitet. Mehr Untersuchungen. Kriegt ein EEG. Hat einen einzigen Zacken in dem ganzen Ablauf, aber der ist nicht normal. Dann wird sie dysarthrisch. Dann sind die Augenbewegungen hier in Mitleidenschaft gezogen. Und sie hat Dysmetrie. Kleinhirnprobleme und Basalganglien. Und jetzt ist ihr Gang erheblich gestört. Dann fällt jemand ein, kann sie noch rückwärts zählen. War nicht der Fall. Kriegt sie so einen Mini-Mental-ähnlichen Test und da schafft sie 15 von 30. Ganz schlimm. Was könnte dies sein? Ist die Fragestellung. Kommt ein kluger Expert und erzählt uns, dass sie nicht Arsenvergiftung hat. Und dies wahrscheinlich ist nicht Windpocken. Und eine leptomeningiale Karzinomatose hätten wir vielleicht im Bildgebung gesehen, aber dies scheint ein Kleinhirnproblem zu sein. Ist dies immunvermittelt durch vielleicht Antikörper gegen GABA-Rezeptoren und ähnliches? Aber dies geht einher mit Creutzfeldt-Jakobs-Krankheit. Und das ist Gott sei Dank sehr rar, meistens sporadisch, und hat mit Prionen zu tun, anstatt
von Rindfleischverzehr. Rindfleischverzehr hat auch mit Prionen zu tun, aber die meisten Fällen sind überwiegend spontan. Gott sei Dank rar. Dann wird mehr Bildgebung gemacht und hier können wir hier Basalganglienveränderungen hier sehen und Kleinhirn ist degeneriert. Dann wird ein LP gemacht und zwar hat Tauproteine im Liquor, aber dies ist nicht Morbus Alzheimer. Das hat auch keinen Ablauf von innerhalb 3 Monaten, dass diese Sachen passieren. Im Liquor hat sie 1433 Proteine. Ich weiß zufälligerweise, was die sind. Ich wusste aber nicht, dass die mit Prionenkrankheit einhergehen und dass man sie im Liquor bestimmen kann und das eine Sensitivität von 80% hat, um Creutzfeldt-Jakobs-Krankheit festzustellen. Sie ist höflich genug zu sterben und hinterlässt ihr Gehirn den Massachusetts General Hospital. Und das können wir uns hier angucken. Diese 1433 Proteine sind Zytoskelettproteine, die Mikrodomäne bilden, wo enzymatische Reaktionen stattfinden. Es gibt 7 Familien von denen, wollen Sie alles nicht wissen. Aber die kann man im Liquor bestimmen und die sind erhöht bei Patienten mit Creutzfeldt-Jakobs-Krankheit. Dann sind hier auch Färbungen für Prionen. Prionen sind im Blut, es gibt ein paar Papers darüber, sehr schwer festzustellen. Man muss die vermehren, kann man ja nicht mit der Polymerase-Kettenreaktion, ist ja nicht DNA, es geht hier um Proteine. Man müsste 20 Millionenfach erhöhen, bis man sie diagnostizieren kann. Aber man kann 1433 Proteine im Liquor feststellen. Nächste Thema im Lancet geht es um die ferne ischämische Konditionierung. Ischämische Konditionierung ist das Phänomen, dass wenn man ein Organ eine Ischämie aussetzt, sind die nächsten Aussetzer relativ harmlos. Das Gewebe scheint dann resistent zu sein zu zusätzlichen Ischämien. Und ferne ischämische Konditionierung, hier geht es um Ischämie auszulösen irgendwo anders und um Organe zu schützen, was ich erstaunlich finde. Und eine Routine ist Zyklen von Gliederischämie durch so eine Manschette, 5 Zyklen von 5 Minuten Stau, sodass keine Durchblutung stattfindet. Das soll irgendwelche magischen Substanzen auslösen, die dann ein fernes Organ wie das Herz oder die Nieren schützen könnte. Klingt magisch, aber vorläufige Daten dazu sind eigentlich ziemlich eindrucksvoll. Und in dieser Studie hat man dies durchgeführt bei Patienten mit akutem Myokardinfarkt, um die Hypothese zu testen, dass man durch diese ferne ischämische Konditionierung die Größe des Herzinfarkts verringern könnte. Ich finde diese Idee ziemlich gewagt, weil der Herzinfarkt hat ja schon stattgefunden. Und man kann ja nicht wissen, wer jetzt einen Herzinfarkt bekommt, um dies prospektiv zu machen. Die anderen Studien, die wir uns angeguckt haben, war bei Patienten, die jetzt PCI unterzogen werden sollten oder eine Herzoperation, da schien dies zu helfen. Aber in dieser Studie bei 5000 Patienten hat es nichts gebracht. Also ferne Präkonditionierung hilft nicht immer. Und wenn der Infarkt schon stattgefunden hat, hätte ich auch nicht gedacht, dass das viel bringt. Und in diesem Forest Plot war das der Fall. Dann Übersichtsartikel in Lancet sind wichtig, weil dies wirklich Volkserkrankungen sind. Kolorektalkarzinom, was hat sich denn da abgespielt? Ja, wenn wir die sämtlichen Länder der Welt uns angucken, dann müssen wir hier eine Standardisierung durchführen bezüglich, wie alt die Leute sind. Und das kann in 2 unterschiedlichen Methoden durchgeführt werden. Aber was wir hier sehen, ist, die Kolonkarzinomen gibt es überall. Umso dunkler die Länder sind, umso häufiger ist es. Auch altersbezogen, wenn das adjustiert ist. Und dann schöne Abbildung, hereditäre Faktoren kennen wir ja.
Es gibt monogene Formen von Kolonkarzinom mit Polypen und auch ohne Polypen. Und Amsterdam-Kriterien sollte man wissen, hilft ASS oder Statine und Typ-2-Diabetes, solche Sachen. Rauchen könnte man ja auch lassen und Vollkornbrot und ähnliches, das wird hier alles diskutiert. Und dann die genetischen Ursachen kennen wir ja. Bert Vogelstein hat darauf aufmerksam gemacht vor schon 30 Jahren, wie die Abläufe sind bei diesen genetischen Formen. Aber diese selben Gene und auch Mikrosatelliteninstabilität haben wir schon alles diskutiert. BRAF-Mutationen, KRAF-Mutationen sind alle bekannt. Und dann Prognose und die genetischen Veränderungen, die man sieht auf der rechten Seite im Vergleich zu die man findet auf der linken Seite, sind ein bisschen unterschiedlich, hat einen Einfluss auch auf Behandlung. Und die Bildgebung, Kolonoskopie, Sache von den letzten 30 Jahren, wunderbarer Test, kann man jetzt auch ergänzen mit zusätzlichen Kontrastmitteln und so weiter. Und dann Behandlung. Ist auch manches gelaufen. Wir haben ja über Krebssignaturen vor 2 Wochen gesprochen. Kolonkarzinom ist nicht dramatisch besser geworden, aber es wird besser. Wahrscheinlich durch Vorbeugung, durch zusätzliche Untersuchungen. Hepatitis C. Dies könnte man eigentlich ausrotten, wenn der Wille und die Knete da wäre, um das zu machen. Und wie das verteilt wird weltweit, haben wir schon diskutiert. Und jetzt haben wir wunderbare, obwohl teure, Medikamente, um die sämtlichen Genotypen von Hepatitis C-Virus zu unterdrücken. Und die unterschiedlichen Behandlungsweisen und die Bedeutung für die Weltgemeinschaft. In dieser Woche findet ja der globale Gesundheitsgipfel in Berlin statt. Vielleicht können die sich über Hepatitis C-Virus-Vorbeugung und Behandlung paar Gedanken machen. Dann dieser Patient in Lancet, damit hören wir auch auf. 28-jähriger Tamile kommt rein, hat eigentlich periphere Neuropathie und die ist merkwürdig verteilt und man untersucht seine Nerven, in denen man sie abtastet und Nerven sollte man eigentlich nicht tasten können. Aber wenn man das kann, ist da wahrscheinlich eine Entzündung vorhanden, wie Lepra zum Beispiel. Und Lepra ist auch bei diesen Patienten festgestellt, das wird mit einer Dreifachtherapie, Rifampicin, Dapson gab es schon vor 60 Jahren, Clofazimin, kann man Lepra ziemlich gut behandeln, sodass es rückläufig ist. Und Leute, die mit dieser Behandlung, diese Behandlung unterzogen werden, kriegen nicht häufig, aber können eine Reaktion entwickeln, wo sie ein systemisches Krankheitsbild mit Fieber und die Neuritis wird schlimmer und diese Plaques, die sie auf der Haut haben, werden schlimmer und sind dann auf einmal tastbar. Und dann muss man die Behandlung adjustieren. Man kann sie ja natürlich nicht ganz absetzen, aber unterschiedliche Sachen, die man ist wahrscheinlich auch irgendeine Immunreaktion und Steroide können hier helfen. Und so sah der Patient am Anfang aus. Und hier sehen wir diese Hautplaques. Sieht nicht so eindrucksvoll aus. Aber mit der Behandlung schwellen die und werden auf einmal tastbar. Und jetzt kann man sie viel besser sehen. Und mit Absetzung der Behandlung und dann Steroide ist das etwas besser geworden. Aber man muss dann die Behandlung ja tatsächlich weiterführen, sodass die Mikrobakterien, die für Lepra verantwortlich sind, dann letztendlich rückläufig sind. Das war's für diese Woche. Können ja nächste Woche nochmal vorbeikommen, dann gucken wir nach, was nun passiert ist. Danke, dass ihr dabei wart. Gar nicht schlecht gesprochen. Could be worse. Weil das ist so komisch.